Das geht die Aktionsleiste, ist ein Buff, der 25 Sekunden hält und 2 Minuten Cooldown hat. Ja. Der ist dann gut, wenn ich gegen Bosse und starke Eliten kämpfe. Und ja, ich hätte ehrlich gerne das hier. Wenn das Ziel blutet, hä? Oh, Angriffskraft senken, das ist auch nicht schlecht. Ein Expertenangriff, der mehr von deiner Angriffskraft erhält als von deiner Waffe und 25 Schaden am Ziel verursacht. Ach ja, bluten lassen. Gier nach Blut. Alle direkten Schäden durch deine Fähigkeiten werden um 3% erhöht, wenn das Ziel blutet. Und da wir zerfleischen haben, blutet das Ziel ja doch öfter mal. Ah. Hi, Spinne. Mal wieder. Sollte ich also beim nächsten Level up bedenken. So, und jetzt glaube ich, kriegen wir sie tot. Gut. Oh, Beinteile. Aber keine guten. Die sind sogar blau. Beweglichkeit. Nee, das wäre was für einen. Mach einen Abflug. Das wäre eher was für eine. Ja, einen Rogue eigentlich, aber Leder. Der kann nur Leder tragen, soweit ich weiß. So, werfen wir mal einen Blick hier hoch. Versuche es erst gar nicht. Was soll ich nicht versuchen? Oh, das ist der Feuerballraum. Das muss der Feuerballraum sein. Gut, hier scheine ich recht safe zu sein. Und für den hier speichere ich auch extra. Das ist LP. Feuerballraum. Ich hoffe mal, dass das der Feuerballraum ist. Weil es gibt wirklich ein Achievement, durch diesen Raum hier zu kommen, ohne vom Feuerbällen getroffen zu werden. Okay, da schießt auf jeden Fall einer. Au. Okay. Und es tut weh. Ich frage mich, ob es Safe Spots gibt. Ich glaube nicht. Ich nehme einfach die beiden in die Hand und werde getroffen. Okay. Gut. Du bist kein Safe Spot, du auch nicht. Au. Da hat es jemand erwischt. Der Spot geht von der Sicherheit einigermaßen.
Das heißt, ich versuche bis zu dem Punkt zu kommen, ohne getroffen zu werden. Mache hier einen Quick Save. Versuche dann von da aus weiterzukommen. Okay, der hat gefeuert. Mach hier einen Quick Save. Jetzt muss ich warten, bis der gespuckt hat. Und lauf in den da rein. Ah. Warte, der hat mich getroffen, genau. So leicht ist es nicht, da durchzukommen. Das war ein Autosave, den ich geladen habe. Ich wollte den Quicksave laden. Ah. Interessant, dass da ein Autosave gemacht wurde, als ich die Spinne besiegt habe. So, wie gesagt, wenn da das Feuer losgeht, kann ich durchgehen. Ja. Hier ein Quicksave machen. Hier scheine ich einigermaßen sicher zu sein. Au, da wurde ich getroffen. Okay. Ja, direkt gegenüber des Eingangsbereichs scheine ich einigermaßen sicher zu sein. So, jetzt muss ich warten, bis die beiden gefeuert haben, also der vor mir. Au, das war zu früh, des Guten. Zum Glück habe ich dann Quick Save gemacht. Und ja, wir versuchen wirklich das Achievement zu kriegen. Also einmal safe durch den Feuerballraum zu kommen. Und wieder zurück halt. Wow, wir haben es schon mal hierhin geschafft. Moment, ich wurde getroffen, oder? Hatte ich da schon Schaden, als ich geladen hatte? Wenn ja, haben wir es schon mal verkackt. Nee, da hatten wir noch keinen Schaden. Okay. Ach, der hat uns getroffen. Oder? Was hat uns getroffen? Hm. Sehr interessant. Und ja, falls ich es nicht schaffen sollte, mache ich es einfach offscreen nochmal.
Deswegen habe ich ja das extra den extra Safe angelegt. Au, das hat uns jetzt getroffen. Naja, wenn ich richtig sehe, bin ich auf der anderen Seite von der Maske safe, oder? Wow, ich bin jetzt aber durchgekommen, also neuer Slot. LP Feuerballraum 2. Gut, der Ring hier. Moment mal, was trifft mich hier? Das ist doch nicht euer Ernst. Der Feuerball da seitlich trifft mich. Das heißt, ich darf hier gar nicht lange bleiben. Ach, wisst ihr was? Ich versuche einfach rauszukommen und ich mache es offscreen. Also das heißt den Ring. Und die Bracers mitnehmen. Sterben ist keine vernünftige Idee. Das heißt, ich nehme jetzt die beiden Sachen wieder. Guck, dass ich hier rauskomme. Okay, der eine Hit war okay. Gut. Versuche es erst gar nicht. Ja, ich hab's versucht. Hat ein bisschen Aua gemacht. Jetzt können wir uns ja mal angucken, was wir da haben. Aufmerksamkeit. Rüstung, kritische Chance. Aufmerksamkeit. Hm, das wäre was für dich. Und du bist Ausdauer, Beweglichkeit, Trefferchance. Ist da am ehesten was für sie, nämlich der, der nur Beweglichkeit macht. Austauschen gegen einen, der Beweglichkeit und Ausdauer macht. Ja. Gut, das heißt, wir können jetzt wieder hier lang gehen. Das Tor sieht schon mal interessant aus. Genauso wie das hier.
Teleporter? Ist sie dir gerade hier tot zugefallen? Ja, das ist sie. Das kann nicht gut sein. Wow, hast du das da gesehen? Was ist das da jetzt? Sieht aus wie ein schlafender und toter Drache. Großartig, genau die Art von Kram, die wir bisher vermisst haben. Es ist keine flohende Gefangene, soweit ist das klar. Okay, Boss, ich sage dir, was ich davon halte. Wenn du aber nichts davon wissen willst, beende ich einfach die Unterhaltung. Okay, als ich ein Kind war, hörte ich Geschichten von untoten Drachen wie diesem hier. Ich erinnere mich nicht an viel, aber ich denke, er beherrscht einige verheerende Attacken. Inklusive eine, die er einsetzt, wenn wir aus seiner Reichweite sind. Wir sollen also dicht bei ihm bleiben, mit Ausnahme einiger spezieller Fälle. Außerdem denke ich, dass wir zuerst diese seltsam aussehenden Felder untersuchen sollten. Merke nicht den Drachen auf, indem du zu nah an ihn herangehst, bevor ich da schon habe, was mit diesem Raum geschieht. Okay, lass uns alles untersuchen, bevor wir mit der Drecksarbeit beginnen. Okay. Bist du ein Teleporter? Nein, du bist eine Schattenprojektion. Schützt vor allen schattenbasierten Schäden um 75%. Okay. Und du bist eine Naturprojektion. Schützt vor allen naturbasierten Schäden um 75%. Okay. Der Raum hat nur diesen einen Ein- und Ausgang. Und wir haben einen Knochendrachen hier, der ein Boss ist. Okay. Hi, Kumpel. Oh, ich habe da eine tolle Idee. Ne, das nennt sich Kiten. Tödlicher Feuerball. Kannst mich mal. Ruf der Dunkelheit. Okay, das kann man nicht unterbrechen. Ich sehe es. Also sollte ich hier drin bleiben. Ja, okay. Tödlicher Feuerball. Den kannst du behalten. Einmal den Rest der Gruppe bitte. Der Rest der Gruppe macht Schaden. Säurewut klingt nach grünem Zeug. Oh, das sollten wir benutzen. Notfall hier einsetzen. Okay, Säurewut tickt leider schneller, glaube ich. Fetzen, hä? Heilung, Heilung. Ihr kriegt mal alle drei Heiltränke. Ah, Ruf der Dunkelheit. Mist. Da habe ich mich mit der Steuerung vertan. Ah, jetzt darf ich nochmal von vorne. Okay. Aber wir haben so ungefähr eine Idee, wie der untote Drache funktioniert.
Okay, wir haben uns gegen den Ruf der Dunkelheit geschützt. Einigermaßen jedenfalls. So, du heißt mal die Gruppe. Ja gut, im Nahkampf benutzt er nur Biss hauptsächlich. Und ab und zu mal Fetzen, das ist vertretbar.